Mit 2 Olympiasiegen und 11 Weltmeistertiteln ist Christina Vogel die erfolgreichste Sportlerin der Bahnradsportgeschichte. Am 26. Juni dieses Jahres wurde ihre Ausnahmekarriere bei einem schlimmen Trainingssturz ein jähes Ende gesetzt. Christina Vogel ist querschnittsgelähmt. Es ist scheiße, das kann man nicht anders sagen. Egal wie man es verpackt, ich kann nicht mehr laufen, sagte die 27-Jährige dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Der folgenschwere Sturz passierte auf der Radrennbahn in Cottbus, als sie mit einem niederländischen Nachwuchsfahrer zusammengestoßen war. Trotz mehrerer Operationen ließen sich die zerstörten Nervenstränge nicht mehr retten. Christina Vogel sieht dennoch positiv in die Zukunft. Ich bin immer der Meinung, je schneller man eine neue Situation akzeptiert, desto besser kommt man damit klar, so Vogel. Ihr Team hatte nach dem Unfall eine Spendenaktion unter dem Hashtag StayStrongChristina ins Leben gerufen. Dabei kamen bereits rund 120.000 Euro zusammen. Das Geld wird Vogels Familie zur Verfügung gestellt.